Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ihr habt euch mehr Drogerie-Content gewünscht? Hier bin ich mit einem Drogerie-Haul. Ihr Lieben, mal wieder. Genau, denn für Drogerie-Content brauche ich natürlich auch Drogerie-Produkte, wobei hier auch allerhand Produkte sind, die ich quasi ja nachgekauft habe oder wie auch immer, ne? Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es gibt hier auch glaube ich, noch gleich eine wundervolle Verlosung für euch. Also, ne, bleibt gespannt. Ich möchte aber das Ganze erstmal starten mit krassen Neuheiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn, Isana hat nachgezogen, ne? Wir kennen ja schon von Balea diesen Cleansing Balm. Und hier haben wir auch nochmal einen Cleansing Balm von Isana. Der sieht ein bisschen kleiner aus. Ich weiß nicht, ob da weniger drin ist. Parfümfrei ist das Ganze. Love Your Skin. Finde ich ganz passend. 100 ml haben wir hier drin enthalten, weil ich ja auch sowieso meine Skincare-Reihe mit Isana und mit Balea auch demnächst noch so am Plan bin. Ne? Da bin ich echt mal gespannt. Sollte es gegebenenfalls zu den Produkten schon irgendwie Content geben, also dass ich euch schon ein Short oder so erstellt habe, guckt einfach mal in der Short-Sektion nach. Ich lade aktuell jeden Tag ein Short hoch, wo ich da auch immer eingehend die Produkte teste oder euch eine kurze Review mal dazu gebe. Ne? Also wie gesagt, da bin ich sehr aktiv jetzt aktuell. Mm. Genau, und da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass ich das mal ausprobieren werde, um euch das mal zu zeigen, wie das so funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Der von Balea hat mich persönlich ja nicht ganz so vom Hocker gehauen, weil er halt nicht so krasse Mascara auch runtergenommen hat. Der hat ja ein bisschen versagt. Und Isana ist mit einem Milky Moisturizer um die Ecke gekommen. Der ist wirklich sehr, sehr voll. 200 ml haben wir hier drin enthalten. Das ist ja wie so ein Toner und das ist dann quasi angelehnt an K-Beauty. Da hatte ich jetzt letztens auch von, ich glaube, Laneige einen gehabt und der hat mir so richtig, richtig gut gefallen, weil der sehr, sehr sanft war. Und hier haben wir auch recht viel gutes Zeug drin. Glycerin, Hyaluron ist mit am Start, beruhigt und versorgt die Hautlanganhalt mit Feuchtigkeit, unterstützt die intakte Haut, eine intakte Hautbarriere. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob hier auch irgendwie Panthenol oder sowas mit drin ist. Ich überfliege schnell die Inhaltsstoffe. Nö, habe ich jetzt so nicht. Genau, also ich bin gespannt, das mal auszuprobieren. Denn ja, das scheint jetzt echt irgendwie so ein Ding zu sein. Denn auch Balea kam damit letztens um die Ecke. Da habe ich hier den Ultra Sensitive Milky Toner mit Panthenol und Ciza. Da sind ein bisschen andere Inhaltsstoffe drin. Hier haben wir aber nur die Hälfte drin enthalten und zwar 100 ml. Das ist dieser hier. Mal gucken, wie die auch so in, ne, also so gegeneinander angetreten funktionieren werden. Wobei ich einfach glaube, der hier ist eher feuchtigkeitsspendend und er ist eher hautberuhigend und gibt ein bisschen mehr Feuchtigkeit. Würde ich jetzt einfach mal so tippen. Eben wegen Panthenol und Ciza kommt da so ein bisschen mehr dieser Vermutungseffekt, der Qualitätsvermutungseffekt. Mal gucken, ne? Habe ich noch nicht ausprobiert, das wird noch gemacht. Dann gab es auch einen Trendturm, den habe ich euch auch abgefilmt. Da habe ich unter anderem hier die Po-Maske gefunden, Summer Vibes. Ja, Leute, das ist natürlich ein Marketing-Gag, ne? Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber letztendlich hast du hier auch zwei Masken mit drin, die du dir auch auf andere Körperstellen packen kannst. Du hast hier Hyaluron, Pfirsich und Kokosextrakt drin, aber im Großen und Ganzen ist es ja feuchtigkeitsspendend. Ich kann mir auch vorstellen, wenn du vielleicht Dekolleté oder im Nacken oder so einen Sonnenbrand hast, dass man das da sehr, sehr gut drauf packen könnte. Panthenol ist hier mit dabei, also das macht auf jeden Fall dann Sinn, wobei du auch Parfümstoffe hier mit drin hast. Das könnte dann gegebenenfalls ein ganz kleines bisschen blitzeln, muss man mal ausprobieren, aber du musst es dir nicht unbedingt auf die Pobacken legen und dann 15 bis 20 Minuten irgendwie auf dem Bauch liegend warten. Was ich cool finde, ist hier von Isana der oder die Gesichtshaarentferner für eine schnelle Haarentfernung. Denn ich mache das ja tatsächlich nicht nur für meine Augenbrauen, sondern im ganzen Gesicht. Man nennt das ja auch mittlerweile Dermaplanning, dass man da auch das ganze Gesicht rasiert und so. Ne? Das mache ich so ungefähr alle 1 bis 2 Wochen und finde einfach, dass dadurch die Foundation oder generell das Make-up bei mir besser sitzt. Und irgendwie auch meine Haut so ein ganz leichtes Peeling dadurch ja auch bekommt. Ne? Ich hatte jetzt letztens welche von Nutino, die fand ich nicht so bombastisch. Die von Evelyn fand ich immer ein bisschen besser, aber ja, jetzt hat Isana auch noch rausgehauen. Ne? Es ist schon interessant, wie die Drogerien dann auch quasi immer voneinander abgucken, oder? Muss ich wirklich sagen. Jetzt habe ich hier einen relativ großen L'Oreal-Part. Da kommen wir nämlich auch gleich zur Verlosung. Da habe ich mir zuerst dieses Produkt gekauft. Perfect Match mattierendes Hautton anpassendes Puder mit Hyaluronsäure. Da gab es so einen großen Aufsteller, wo ich echt ein bisschen schmunzeln musste. Denn ich habe, glaube ich, mal vor einem Monat oder so euch den neuen True Match Concealer gezeigt in einem Short. Und jetzt steht er auch in der Drogerie. Yay! Und ich habe irgendwie, das Short habe ich, glaube ich, genannt, geheime Drogerie-Neuheit oder so. Ja, das war so geheim, dass Drogerie den noch nicht mal in Deutschland gelauncht hatte. Wusste ich nicht. Ich habe
mir die Farbe 2N mitgenommen und ja, das habe ich mir gekauft und bin mal gespannt, wie das so sein wird. L'Oreal Puder sind ja eigentlich immer auch echt gut, ne? Genau, dann habe ich mir bei DM, war das glaube ich, die L'Oreal False Lash Oversized Eye Mascara gekauft. Das ist ganz interessant, denn online stand bei super vielen Mascaras mit dabei, neu. Und dann habe ich mir gedacht, hey, die kennst du doch schon, ne? Dann hatte ich da auch schon welche von da und so. Also ganz verwirrend, warum die das irgendwie, haben die da teilweise eine neue Formulierung oder so? Ich weiß es nicht. War als neu deklariert und wenn man sich die halt gekauft hat, hat man halt so eine kleine Lash Paradise nochmal für Umme mit dazu gekriegt. Fand ich ganz süß, ne? Also manchmal hat man halt online und offline, also im Laden oder halt auch im Online-Shop, die Möglichkeit, auch coole Aktionen wahrzunehmen. Dann habe ich ein bisschen was zugeschickt bekommen von L'Oreal, dieses Augenbrauen-Gel. Das ist noch original verpackt. Das packe ich euch auch, glaube ich, mit in die Verlosung mit rein. Denn ich habe das ja schon da, ich habe es mir selber gekauft. Das ist das Brow Lumination. Also ich finde es eigentlich ganz gut. Das ist jetzt kein fest tackerndes Augenbrauen-Gel, um das so zu sagen. Es ist okay für... Also für ein Drogerie-Augenbrauenprodukt finde ich das auch richtig, richtig gut tatsächlich. Ich bin ja jemand, ich mag ja so gerne von Catrice hier diesen Superglue oder Benefit 24 Hours Brow Setter, Dominique Cosmetics Brow Blowout Shaping Gel heißt das, glaube ich. Ne? Also ich mag das halt richtig derbe. Es gibt aber viele, die das nicht so gerne mögen und das sind solche, die festerkannt sind, aber nicht betonierend, glaube ich, eine ganz gute Alternative. Ja, genau. Und dann habe ich hier, das werde ich einfach mal ausprobieren, vielleicht sogar irgendwie in einem Short oder so, mal gucken, Brow Color bis zu 5 Wochen Halt. Da bin ich echt gespannt. Vor allem, ich meine, ja, meine Augenbrauenhärchen sind auch... Wie soll ich das sagen? Ich habe mittlerweile ja auch welche, ne? Weil ich durch Augenbrauenseren dann ja auch quasi dafür sorge, dass meine Augenbrauen wachsen. Und ja, genau. Aber es wäre natürlich richtig cool, wenn ich hier auch so ein Stück weit irgendwie die Haut oder diese Partie halt mit einfärben könnte. Weil ich finde, Augenbrauen machen schon viel aus, ne? Und wenn ich dann halt auch ungeschminkt bin oder wenn ich halt einfach nur Mascara trage oder so, ist es, glaube ich, echt cool, wenn man dann auch noch die Augenbrauen gemacht hat. Das ist jetzt die Farbe 7.0 Dunkelblond. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann gab es noch ein bisschen Pflege von L'Oreal. Das ist diese Revital Lift Laser X3 Reihe, dreifach Power Anti-Age Pflege Tag. Das ist diese hier. Vielleicht packe ich mir auch mal ein bisschen was von dieser ganzen L'Oreal Pflege zur Seite, dass ich da auch mal euch ein separates Video zu mache. Dann war da auch noch mit in dem Paket dieses Revital Lift Filler. Das ist Hyaluronsäure. Die soll auch richtig gut sein. Also da habe ich auch schon sehr viel Positives von gehört. Bin ich echt gespannt drauf, ne? Also da hat man quasi ein aufpolsterndes Serum mit 1,5% purer Hyaluronsäure. Ich glaube, eine Freundin von mir verwendet die Reihe und feiert das total. Ja, dann habe ich hier auch noch die Augenpflege. Das ist so hart, dass hier auch draufsteht ab 35. Ich bin jetzt 35, ne? Haben sie mir passend geschickt, sage ich mal. Ein kühlender Applikator ist mit dabei. Revital Lift Laser X3 Dreifach Power Anti-Age Pflege Auge. Gemilderte Falten, Anti-Tränensäcke, straffere Augenpartie. Das ist mit Proretinol und Hyaluronsäure und Vitamin C. Da muss ich mal gucken, ob ich das tagsüber auch verwenden kann oder ob das dann eher eine Augenpflege ist, die ich dann eher so abends verwende. Muss ich mal gucken, weil Retinol verwende ich ja wirklich eher abends, ne? Was ich euch auch schon gezeigt habe, ist der neue Primer von L'Oreal, die Glotion. Da habe ich jetzt 4 Stück hiervon. Die hellste Farbe davon ist meine Farbe. Das ist die Farbe 901 Fair Glow. Und ja, hier habe ich dann quasi einfach mal alle 4 Shades zugeschickt bekommen. Ich finde es ehrlich gesagt cool, dass sie das auch in verschiedenen Farben rausgebracht haben. Theoretisch, das ist jetzt ja auch mega in, habe ich heute auch drauf, kann man sich das ja auch die dunkelste oder die zweitdunkelste oder so als Bronzing Drops mehr oder weniger auftragen oder in die Foundation mit einmischen, wenn man eine Foundation aus dem Winter noch hat, die man aufbrauchen möchte, die einem jetzt zu hell ist. Da haben wir dann neben der Farbe 901 noch die Nummer 902 Light Glow. Das ist diese hier und ich mag persönlich auch die Konsistenz sehr, sehr gerne. Also das muss ich wirklich sagen. Habe ich euch ein sehr witziges Short zugedreht. Medium Glow habe ich hier auch noch, die Farbe 903. Die erscheint mir jetzt so von der Verpackung her so ein bisschen aschig zu sein. Das finde ich persönlich ja cool, ne? Könnte ich wirklich als Kontur verwenden. Und die Farbe 904 Deep Glow, das ist dann eher so eine Bronzing-Farbe. Dann gab es ein Paket, wo ich euch die Pflege auch hauptsächlich draus verlosen möchte. Mit im Paket hatte ich hier noch so ein technisches Gerät, Roll-Eye Lumis Mini Eyelight RGB. Ich glaube, das ist einfach irgendein portables Licht, was ich dann, wenn ich unterwegs irgendwelche
Videoaufnahmen mache oder so mit verwenden kann, da muss ich mich noch ein bisschen einlesen. Also manchmal ist da in diesem L'Oreal Club auch noch irgendwie was Technisches mit am Start. Nö, das werde ich mir mal etwas intensiver angucken, wobei ich jetzt einfach durch die neue Kamera, die ich habe, auch sehr, sehr happy mit dem bin, was ich da so habe. Aber na, gucke ich mir mal intensiver an. Dann habe ich hier noch einen Kamm drin, das finde ich sehr geil, denn ich besitze gar keinen Kamm. Das ist abgefahren, oder? Das ist so ein richtiger Stielkamm, damit kann man sich dann gegebenenfalls auch mal so ein bisschen mehr den Scheitel nachziehen. Oder. Pastel Dream Wave Comb for Highlights. Ach, damit kannst du dir wahrscheinlich aber auch richtig gut so die Spülung oder so einkämmen, ne? Was zu dem Paket gleich passen wird. Ja, ne? Habe ich auf jeden Fall meinen Kamm da. Dann habe ich hier auch noch L'Oreal Gloss Boss, so eine kleine Karte an mich, wie man halt diese Glycolic Gloss Geschichten verwendet. Aber die habe ich ja schon verwendet. Kleiner Try-On-Part, Leute. Denn ich habe in diesem Paket einen formschönen Bademantel gefunden, was ich richtig geil finde. Guck mal, wie lang der ist. Richtig geil, wirklich. Und ja, hier steht das Logo halt drauf. Naja, und genau, dann habe ich hier die Taschen und der ist auch schön lang. Und das ist ein toller Sommerbademantel, kann ich nicht anders sagen. Mir persönlich fehlt die Kapuze, ne? Das ist jetzt kein Fashion-Try-On hier. Aber ich finde den echt schön. Der ist relativ leicht, sodass der wirklich halt für den Sommer für mich persönlich perfekt geeignet ist. Und hinten drauf steht einfach Gloss Boss. Großartig. Okay, und jetzt kommen wir zu dem Part, wo ich euch zeige, was ihr in diesem Video gewinnen könnt. Und zwar war in diesem Paket halt auch noch natürlich ein riesiges Set drin. Ich weiß nicht, ob ich das so dann verschicken werde oder ob ich das nochmal umverpacken werde. Müssen wir mal gucken. Denn ja, hier haben wir einmal die komplette Glycolic Gloss Reihe drin. Bei mir persönlich hat die leider nicht so gut funktioniert, was einfach wahrscheinlich daran liegt, dass ich einfach eine sehr sensible Kopfhaut habe. Ne? Aber das könnt ihr in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Ich weiß, dass zum Beispiel Nicole von Chiquitas Place diese Reihe so hart gefeiert hat. Also das ist halt echt immer so eine Sache, ne? Für das glanzvollste Haar deines Lebens. Also eigentlich wäre es am coolsten, wenn ich das halt genauso weiter verschicken könnte. Da muss ich mir nur noch einen geeigneten Karton dafür organisieren. Aber wie gesagt, das verlose ich in diesem Video. Und ich glaube, dann lege ich auch nochmal das Brow Lamination mit dabei. Vielleicht auch noch eine Glotion. Mal gucken. Also alle Teilnahmebedingungen stehen in der Infobox. Und jetzt machen wir mal mit dem Haul weiter. Ja, wie gesagt, einige Sachen, die ich auch schon für Videos verwendet habe. Zum Beispiel ist das hier auch diese Bubblegum Fun Limited Edition von Essence. Da habe ich hier einmal den Highlighter. Und ich habe erst gedacht, oh mein Gott, das wird richtig Pinky Flinky Barbie Style. Aber das ging tatsächlich echt klar. Ne? Also der ist so zum Rausdrücken. Sieht aus wie ein UFO. Und ich finde das sehr, sehr süß. Ist Bubblegum-tastic von der Farbe her. Ja, und das ist hier quasi wie ne, so gummimäßig, so zum Drücken. Und dann kommt das Produkt raus. Ist auf dem Gesicht doch relativ schön gewesen, aber ich habe auch einen neutralen, kühlen Hautunterton. Also bei mir hat der echt gut funktioniert. Ist eher witzig, ne? Aber es ist irgendwie süß in der Sammlung zu haben. Das möchte ich noch ausprobieren. It's Bubblegum Fun Overnight Jelly Lip Mask. Das ist dieses hier. Und ja, sowas stelle ich mir dann halt ans Bett, ne? Und habe dann da mein Pöttchen, dass ich mir abends halt meine Lippenpflege drauf mache und über Nacht bleibt es drauf. Deswegen macht es durchaus Sinn. Und ja, genau, da habe ich jetzt aktuell noch die von NYX stehen. Aber ich glaube, die steht da schon viel zu lange. Die muss so langsam mal ausgewechselt werden. Ja, denn also jeden Abend mache ich mir die drauf. Wobei ich ab und an auch mal vergesse, die drauf zu machen. Aber trotzdem ist da immer noch unten was drin. Das hier könnte was für den Hochsommer sein. Mattifying Stone Roller. Auch das ist ein Produkt, was man jetzt öfters in der Drogerie findet oder generell halt auch. Ne? Ich glaube, den ersten Stone Roller, den ich hatte, den hatte ich bei Crash Cosmetics damals gesehen. Da hatten die so ein Ding. Und du hast hier einfach so ein Ding, wo du auch zwei Steine drin hast. Das heißt, du kannst das Ganze dann auch auswechseln, wenn ein Stein vollgeölt ist, mehr oder weniger. Und man kann dann einfach mit dem Stein, den man hier so hat, wenn man gegebenenfalls über den Tag nachgeölt hat, hier so über die Haut gehen. Bei mir wird das jetzt erstmal braun. Ist ja nicht so geil. Um da halt so in der T-Zone zum Beispiel, ne, das Ganze so ein bisschen abzuschwächen. Seht ihr das? Okay, das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Da habe ich jetzt Staub quasi auf meiner Stirn von dem Teil. Nee, das muss ich, glaube ich, vorher reinigen. Mhm. Naja, habt ihr das schon ausprobiert? Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr den so findet, wie das bei euch so funktioniert hat. Dann habe ich hier, das mochte ich gerne,
Ist aber auch eher Spaß. Ist Bubblegum Fun. Das hat auch so einen ganz besonderen Geschmack. Das ist so ein Lipgloss, ne? So für die Handtasche, ganz spielerisch gemacht, ganz süß eigentlich mit diesem Essence Kaugummi raus. Wie nennt das? Kaugummiblasen-Logo. Genau, ist süß. Ne? Ich glaube, das ist einer von diesen Jelly-Dingern, oder? Weiß ich nicht. Weil oft haben die das ja natürlich so, dass sie dann in der LE vorhandene Texturen auch reinpacken, nur halt in einer schöneren Verpackung oder so. Hier habe ich dann das Lippenöl, das fand ich auch toll. Also das ist so ein Lippenroller. Für unterwegs, glaube ich, echt gut geeignet. Ne? Also das kann man sich angucken und das riecht halt auch sehr intensiv. Das ist halt eine sehr süße LE. Ja, das hat wirklich Bubblegum. Mega. Dann haben wir hier so ein kleines, einen kleinen Nachbarn von MAC, würde ich jetzt mal so sagen. It's Bubblegum Fun. Das ist der Bouncy Blush. Bei mir hat er nicht so gut funktioniert. Ich habe jetzt in anderen Videos gesehen, dass es besser funktioniert hat. Muss ich dann nochmal mit anderen Pinseln und so ausprobieren, aber der wollte bei mir nicht so knallen. Ich kann das jetzt ja nochmal auftragen. Ich habe hier ja auch den Pinsel dazu, ne? Diesen Kabuki. Da muss man da ja normalerweise reinditschen. Ich habe jetzt ja eigentlich schon Blush drauf, aber komm, machen wir drüber. Ja, komm doch. Jetzt wird es ein bisschen mehr, ne? Doch, doch, doch. Aber man hat auch wirklich da jetzt keinen matten Blush. Der hat auch einen leichten Glow mit. Aber dieses Bam in your face, was ich bei anderen in den Videos gesehen habe, habe ich mit dem gar nicht. Ich weiß nicht, wie die das so intensiv hinbekommen haben. Habt ihr den auch? Dann schreibt mir gerne mal eure Applikationsempfehlung in die Kommentare rein. Generell, wenn ihr Produkte aus diesem Haul schon irgendwie habt, verwendet habt, getestet habt, ne? Schwarmwissen ist immer super wichtig. Ja, dezent halt. Ja, also da bin ich halt tatsächlich eher bei dem Nachbarn unterwegs. Also ja, naja. Dann bin ich jetzt ja auch, habt ihr ja letztens auch gesehen, bei Manico angekommen und ja, da habe ich jetzt einfach gedacht, okay, da hole ich mir jetzt vielleicht noch ein paar Tools noch mit hinzu, weil diese Rosenholzstäbchen-Geschichte ist mir auf den Keks gegangen und so. Meine Herren, das Short, was ich dazu gedreht habe, als ich die entfernt habe, da sind ja viele echt emotional in den Kommentaren geworden, also naja, also erstmal die Leute, die gar nicht Nagelfolien kannten, sind erstmal ausgerastet, so, oh mein Gott, wie kann sie nur Gelnägel so entfernen? Naja, das sind Nagelfolien, Leute, chillt euch. Und oh mein Gott, du hast das Öl vergessen. Habe ich natürlich vorher aufgetragen. Das sollte halt kein Werbereel oder sowas sein. Deswegen habe ich das nicht im Vorfeld gezeigt. Anfangs sah man das auch noch im Hintergrund, dass ich das da einfach schon, ne, auch liegen hatte. Und zwischendurch habe ich dann natürlich auch immer wieder, dass ich dann da drüber gegangen bin und da drunter gegangen bin. Naja, okay. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt noch ein paar Tools geholt, um da einfach jetzt in der Zukunft das Ganze, also dass ich nicht jedes Mal ein Rosenholzstäbchen oder so brauche. Da habe ich zum einen so ein Entferner-Ding. Also nee, also eigentlich ist das zum Zurückschieben von der Nagelhaut. Falsch eigentlich, ne? Und genau, das hier. Aber was man halt auch damit, das ist, glaube ich, hier so ein richtiger Schneider. Oh, da habe ich ein bisschen Angst vor. Aber was man halt auch damit machen kann, ganz, ganz vorsichtig, ist halt, wenn man die Nägel halt schön eingeölt hat und so, dass man damit auch diese Nagelfolien vielleicht besser abkriegen könnte. Muss ich mal gucken. Ja, und hier steht aber auch drauf, entfernen von Gelnägeln. Tatsächlich. Hier siehst du, dann kann ich das doch machen. Und zurückschiebende Nägel. Ja. Ne? Also da habe ich dann jetzt einfach mal etwas, weil sonst habe ich quasi jedes Mal halt auch ein Rosenholzstäbchen gebraucht und das fand ich irgendwie blöd. Und dann habe ich noch etwas, wo man halt auch noch mal so ein bisschen die Nagelhaut mit bearbeiten kann. Das ist ein The Cuticle Trimmer, weil Essence hat jetzt so eine Nagel-LE rausgehauen. Fand ich ganz passend tatsächlich für meine Bedürfnisse. Hiervor habe ich Angst, da habe ich auch damals sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Als ich die so das erste Mal verwendet habe, habe ich mich ganz blöd auch mal damit geschnitten. Da muss man super vorsichtig mit sein, aber hier oben haben wir halt so aus Silikon etwas, um die Nagelhaut zurückzuschieben. Ist, glaube ich, ein bisschen angenehmer, als das mit Holz zu machen, weil ich finde, also ich mag auch diese Holzzahnbürsten ja nicht wirklich gerne im Mund haben. Und so auf den Nägeln schon mal gar nicht. Und auch in dieser LE von Essence habe ich hier diesen UV Gel Nail Cleaner. Und das fand ich ja super, ne? Weil wir haben ja bei Manico diese Dinger mit dabei, aber halt nicht so. Und das fand ich klasse. Also, ja, dann habe ich, ich meine, das kannst du ja auch verwenden, wenn du deine Nägel einfach nur lackierst, ne? Deswegen habe ich mir das gekauft. So, dann habe ich hier etwas von Khaleesi Beauty. Das habe ich bei Rossmann im Onlineshop gesehen. Das ist so ein, ja, erwärmendes irgendwas. Und damit kann man abgehen. Mal gucken. Also ich habe sowas auch schon mal gesehen von Style Pro, upsala zum Beispiel. Aber naja, das gibt es jetzt in der Drogerie. Das wollte ich einfach mal ausprobieren. Ne, das sieht auf jeden Fall aus wie die Maybelline-Mascara. Fancy. Muss man natürlich erstmal aufladen und so ein Kram. Und dann hat man das hier. Und damit kann man dann die Wimpern so mit Wärme biegen. Also ich habe das ja damals auch gemacht, zum Beispiel, dass ich meine Wimpernzange geföhnt habe. Oder ganz, ganz damals gab es sowas auch mal von Amazon.
es jetzt angemacht? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, ich muss es erstmal aufladen. Ja, finde ich ziemlich abgefahren und das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ich sowas echt spannend finde. Und ich glaube, das kann halt auch für Leute ganz gut sein, die generell irgendwie so sehr gerade Wimpern haben. Ich denke da zum Beispiel an Sarah Isabel, ne? Die hat so schöne lange Wimpern. Ich glaube, wenn die das hier verwenden würde, das würde echt einiges ändern. Ne? So nämlich. Hierzu habe ich euch schon was hochgeladen, das sind diese Karl Lagerfeld Düfte. Ich habe im Nachhinein herausgefunden, dass die versteckt auch im Online-Shop zu finden waren. Das habe ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht gefunden. Jetzt mittlerweile habe ich sie gefunden. Das ist nämlich einmal das klassische Eau de Parfum, was auch wirklich eher so einen klassischen Duft hat. Das ist wirklich so ein Allerwelts Parfum. Den finde ich aber richtig genial von Karl Lagerfeld, das Rouge. Also den mag ich sehr, sehr gerne. Der riecht unglaublich gut. Ich habe den hier reingesprüht, deswegen kann ich den hier nochmal riechen. Das ist ein ganz, ganz toller Duft. Also, wie soll ich den beschreiben? Der erinnert mich sowohl an meinen Freund, als auch, dass es ein Duft ist, den ich so tragen kann. Also, das ist aber eher, also, es ist eher ein Damenduft, würde ich persönlich sagen. Wie wunderschön sieht das bitte aus, ne? Oh, 25 Euro ist aber ganz schön teuer für einen Drogerieduft, finde ich. Es riecht aber richtig, richtig gut. Also, den kann ich jetzt auch nochmal vielleicht, oh. Ja, der hat halt dieses Warme auch mit dabei und das mag ich. Hat auch was etwas Herberes mit dabei, aber ich finde den sehr, sehr feminin im Sinne von Powerfrau. Da sehe ich den auf jeden Fall, ne? Also ich mag den auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Dann habe ich mir noch einen mitgenommen und zwar von Larie Vanilla Touch Eau de Parfum. Den muss ich nochmal ausprobieren. Ich mag gerne Vanilledüfte, ne? Und vielleicht könnte das ein Nachbar sein zu dem Burberry Goddess. Das muss ich nochmal herausfinden. Ansonsten, ich habe ja auch einige Vanilledüfte schon da und ich mag halt dieses Süße. Und das kombiniere ich dann auch ganz gerne mit irgendwelchen anderen. Also ich könnte mir den vielleicht, muss ich mal dann nochmal riechen, mit dem so kombiniert vorstellen oder so. Damit man halt quasi, weil ich mag diese Vanillenote oder Tonkabohne oder sowas super gerne in Parfums und vermisse das sehr häufig. Und wenn man, oder wenn man die verstärken möchte, wie in dem Yves Saint Laurent Libre. Da ist ja auch schon was Süßes drin, aber ich hätte es gerne intensiver. Da mache ich mir einfach von so einem Vanilleduft halt nochmal ein bisschen was on top, wisst ihr? Das ist halt schon geil. Und ja, genau, 90 Milliliter sind hier drin. Der wird nochmal ausprobiert, da bin ich gespannt drauf. Dann habe ich ein bisschen was gefunden in der Food-Abteilung und zwar von Air Up Cola. Finde ich echt interessant. Mein Freund hat auch so eine Air Up Flasche, beziehungsweise der hat die irgendwann mal von mir bekommen. Und ja, ne? Vielleicht ist das mal was. Also der hat sonst auch immer wieder irgendwelche anderen Pots da reingemacht mit irgendwelchen Apfel und hast du nicht gesehen. Aber Cola ist schon geil und du kannst ja auch in die Air-Flaschen, soweit ich das verstanden habe, Sprudelwasser reinmachen. Und dann hast du quasi Sprudelwasser, was einen Hauch von Cola mit dabei hat. Ich glaube, das könnte gut werden. Mal schauen. Dann habe ich noch Kaffee nachgekauft. Espresso ganze Bohne von DM Bio. Einer unserer absoluten Lieblingskaffees, die wir so haben. Entweder der DM Bio Espresso ganze Bohne oder der von Aldi. Wobei Aldi hat da jetzt auch, glaube ich, was geändert. Hm. Ist immer schade, wenn man irgendwelche Lieblingssorten hat und die werden dann irgendwie geändert, ne? Naja. Dann habe ich noch was zum Reinigen und das musste ich auch schon aufmachen. Denk mit, Allzwecktücher, Feucht, Orange, Splash und meine Güte, riecht das gut. Mir ist nämlich hier eben ist gut. Eigentlich schon ein paar Tage her, ne? Was runtergefallen und ja, da musste ich dann den Boden sauber machen und da hatte ich dann einfach die griffbereit, habe da welche von genommen und ich mag die Allzwecktücher von Denkmit. Also die machen gut sauber und hinterlassen nicht irgendwie so einen Klebefilm, finde ich und ja, da, die werden ab und an mal verwendet oder hier tatsächlich auch zum Swatches entfernen, über den Tisch wischen oder so. Ja, und hier habe ich das, deswegen bin ich so, die ganze Zeit ein bisschen angepiekst, sage ich jetzt einfach mal. Ja, der kleine Mann, der kann jetzt einfach schon so viel, ne? Und jetzt kommt hoffentlich bald auch der Sommer und da haben wir auch so von Aldi so einen kleinen Pool und so geholt und dann möchte man natürlich dem kleinen Mann auch irgendwie so eine Badehose anziehen. Es ist einfach so aufregend, wie schnell die einfach groß werden. Leute, der ist schon älter als anderthalb, ne? Das ist der Wahnsinn. Da habe ich einmal diese Badehose von Pustblue mitgenommen, also von DM. Welche Größe habe ich hier mitgenommen? 86, 92 könnte fast schon wieder zu klein sein. Also das ist echt der Wahnsinn, ne? Eine kleine Schwimmwinde. Ich wollte auch letztens nämlich mit ihm bei uns ins Heimbad, als so richtig regnerisches Wetter war. Und dann hatten wir aber keine Schwimmwindeln oder sonst irgendwas und das war ein bisschen blöd. Und die hier dürfte vielleicht ein bisschen größer sein, 1 bis 2 Jahre. Das ist dann einfach mal so gestreift. Süß, ne? Mhm.
Ich finde es richtig süß und ich falle einfach jedes Mal vom Glauben ab, wenn ich jeden Morgen einfach sehe, wie groß er geworden ist. Dann habe ich mir von Alana auch noch so einen kleinen Pyjama für Julius mitgenommen. Das ist einmal hier das Oberteil. Ist vielleicht eher so was Richtung Herbst, ne? Das ist auch Größe 98. Aber das ist halt die Sache, ich schaue immer, dass ich dann auch bei diesen geht bald aus dem Sortiment Teilen gucke und die sind dann meistens nochmal krass reduziert. Ja, hier steht drauf 3 bis 4 Jahre. Aber das ist, wir haben halt wirklich ein großes Kind, ne? Also der ist jetzt ja schon bei 92 angekommen und dann dazu noch passend die Hose. Oh mein Gott, guck mal, wie groß die ist. Und da wird er bald reinpassen. Es ist unglaublich. So, ihr Lieben, das hier war jetzt einfach mal mein hier DM, Drogerie, Rossmann, wie auch immer, Haul. Und ja, ich hoffe, dass ich euch vielleicht ein bisschen inspirieren konnte. Schreibt, wie gesagt, sehr, sehr gerne eure Review zu den Produkten, die ihr gegebenenfalls schon getestet habt, in die Kommentare rein. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.